So, wo muss ich denn drücken? Lobby? Nein. Fitnessclub? Nein. Ah, da ist es ja. Rooftop Bar. Was heißt eigentlich Roof? Egal. Los geht's. Gott, mein erstes Blind Date. Und ich bin so richtig aufgeregt. Wie sehe ich aus? Na, das Licht hier drin ist scheußlich. Aber im Grunde genommen sehe ich doch ganz gut aus, oder? Ja, ich hätte die schwarze Bluse mit dem tiefen Ausschnitt anziehen sollen. Das sehe ich jetzt auch. Da zwänge ich meinen halbwegs passablen Busen in diesen nagelneuen 120-Euro-Push-Up-BH und nichts davon kommt zur Geltung. Ich meine, das weiß man doch, dass nun mal alle Männer auf Busen und Dekolleté stehen. Und was mache ich? Ich entscheide mich für das Oberteil mit dem Rundausschnitt. Da habe ich doch schon gleich bei dem Typen verloren. Stopp! Jetzt dreh nicht durch. Nur weil du hier ein bisschen nervös bist. Dieses Oberteil ist fabelhaft. Abgesehen von dem Rundausschnitt schmeichelt es meinen weiblichen Rundungen und ist Ton in Ton abgestimmt mit meinem türkisfarbenen Lidschatten, den mir eine professionelle Make-up-Beraterin empfohlen hat. Dieser Mann wird mich für meinen Geschmack lieben. Was ist mit dem Rest? Haare. Die Frisur sitzt. Lippen? Naja, da könnte man noch etwas nachlegen. Das Rosé ist vielleicht momentan eher ein Hauch von nichts. Wenn ich schon seine Aufmerksamkeit nicht auf mein Dekolleté lenken kann, dann auf die Lippen. Oder wäre das vielleicht doch zu viel? Ach komm, alles oder nichts. Ich meine, vielleicht steht da ja mir auch den natürlicheren Look. Aber man muss sich doch auch von der Masse absetzen. So, das hätten wir auch. Ich war sogar beim Wachsen. Gut, das sieht er heute nicht. Aber ich weiß es. Und eines weiß ich auch. Wenn ich ihm heute meinen Namen verrate, werde ich mich mit Brigitte vorstellen. Und nicht mit Brigitte. Das ist so gewöhnlich. Brigitte hingegen klingt exotisch und erotisch. Gleich bin ich da. Ob wir uns sofort erkennen werden? Treffpunkt ist ja an der Bar. Jetzt geht's los. Ich kann nicht. Was ist, wenn er die Farbe Türkis gar nicht mag? Und ich trage sie fast überall. Das wird nichts. Ich spüre das. Dieser Mann ist kein Türkisliebhaber. Es führt kein Weg daran vorbei. Ich muss sofort nach Hause und mich umziehen. Ja, und ich weiß um die Konsequenzen meiner Hochsteckfrisur, wenn ich erstmal aus diesem verdammten Teil mit dem Rundausschnitt bin. Ach, wusste ich's doch. Ich komme gleich wieder, in schwarzer Bluse mit tiefen Dekolleté. Sicher ist sicher. Ach, wo ist jetzt die Nummer von dem Kerl? Hier, ich bin doch eh schon unten durch, weil ich jetzt nicht pünktlich bin. Hallo? Hallo. Hier ist Brigitte. Ich meine Brigitte, dein Blind Date. Jedenfalls wird es später.